Hallo, ihr bei Kügen, recht herzlich willkommen beim Rufstein-Kanal und zur zweiten Ausgabe des Rufstis Rentnerburger Spezial. Heute mit dem Flugrostburger. Cooler Name, oder? Vorab nochmal ganz herzlichen Dank an meine Unterstützer, ohne die es hier gar nicht machbar zu realisieren wäre. Vielen Dank dafür. Und ich habe alles selber bezahlt. Also bin ich gesponsert worden von irgendwelchen Firmen oder sonst was. Nur das schon mal vorweg. Flugrostburger. Wird eine coole Sache, ich sag's euch jetzt schon. Wir fangen an. Ich hoffe, euch gefällt das Format überhaupt, ne? Weil sonst wäre ich traurig. Wieder einer von meinen selber gebackenen Buns. Dann säbeln wir den mal schön und fachmännisch auf, ne? Schön soft. Fühlt sich an wie. Na, ihr wisst schon, ne? Aber so muss es sein. Schön soft. Der Rest habe ich ja alles schon in der ersten Ausgabe erklärt. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. So. Jetzt muss ich gucken auf meinem Spickzettel. Jetzt. First. First. Kommt in meinen Augen die beste Barbecue-Soße, die man käuflich erwerben kann, und zwar die Sweet Baby Ray's Honey Barbecue Soße. In meinen Augen die the best, ist nicht ganz billig, aber I love it. Das kommt jetzt unten und oben auf den Deckel als erstes. Oh, ich liebe dieses so sirupartige, gell? Oh man, oh Lord. Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches in the neighborhood. Was weiß ich. Ja, ihr wisst ja, ich habe einen kleinen Dachschaden. Aber wenn man den nicht hätte, dann wäre es langweilig, oder? Habt ihr die schon mal probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch das Format gefällt. So Leute, und jetzt wird es ein bisschen crazy vielleicht für euch, aber es ist halt mal so, ne? Jetzt nehmen wir von Casa Zarella schöne Sardellenfilets in Öl. Die kommen jetzt unten auf der Patty. Oh, schön. Verteilen wir mal ein paar. Wie viel? Jedem selber überlassen, je nach. Ja, ich tropf mich da voll, du Horst, du Vollsimpel. Ach man, ich hab mir da frisches T-Shirt angezogen und jetzt tropft sich der alte Mann da wieder voll. Also nicht geizen, es soll ja auch nach Sardelle schmecken. Mögt ihr Sardellenfilets? I love it. Dieses schöne, salzige. Ah, oh, herrlich, Leute, herrlich. So, da packen wir noch da eins hin und da eins hin. Ach komm, wir wollen ja nicht geizen. Wir wollen ja die volle Dröhnung haben. Ne? Eins in Mitte. Ich sehe wieder aus wie eine Saune. Aber dafür haben wir schon mal so Dinger da gerichtet. Ne? Ja, ich stropf mich da voll mit dem Fiesdreck. Ne? Hätte auch das Öl abgießen können, aber nee, brauchen wir nicht. So, das hätte man. So sieht es dann im Moment aus. Wo guck ich? Ich gucke immer nach oben, aber die Kamera steht unten. Barbecue-Soße, Sardellenfilets. Dann nehmen wir wieder eine handelsübliche Frikadelle, weil ja der Hackfleisch zu teuer. War leider keins im Angebot, also muss man halt darauf zugreifen. Tut mir ja leid, jetzt muss ich hier mal ein bisschen aufwischen. Und da ich das letzte Mal vergessen habe, die geschmorten Zwiebeln drauf zu machen, machen wir sie jetzt da drauf. Hä? Kann man ja variieren. Man nimmt natürlich die Hände, weil für was hat man die Finger? Nicht nur zum Popis abputzen. Schön, wie gesagt, mit Salz und schön Zucker. Angeschwemmt, schön gedünstet,
Wollen wir auch nicht geizen. Schön soft, süßlich. Oh. Gibt es etwas Besseres? Wieso geschmorte Zwiebeln, Leute? Oh, nee, oder? Klar, man könnte es jetzt noch besser. Man könnte es jetzt noch besser machen. Mit vielleicht ein bisschen Rotwein rein und das dann reduzieren lassen. Kann man ja vieles machen. So, Freaky ist fertig. Und ich habe das letzte Mal gesagt, diesmal schneide man sie nur so in der Mitte durch und lege es drauf. Freaker. Hot. Normal, wenn es aus der Microwave kommt, ne? Dann schneiden wir das jetzt schön in der Mitte durch. Ah, dann nehmen wir ein anderes Messer. Ha, hot, 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 hot. Es ist wirklich heiß. Aber da darf man ja nicht so wehleidig sein, ne? Wehleidig, nicht leidisch. Oh, ich bin halt ein paar Dänser, gell? Glück auf, unser Partnerland. Jetzt verteilen wir das Patty schön auf den Bann. Et voilà, so schaut's aus. Jetzt fragt ihr euch sicher, was kommt denn da jetzt für ein Käse drauf? Ah, aus dem Penny, I love it, den schönen würzigen Camembert. Camembert. I love it. Und der von Penny ist wirklich gut. Gerade in Sachen würzig gibt es nicht viel Besseres so. Ist zwar halt auch nicht so ganz billig, aber das macht ja nichts. So, wie ihr seht. Aber den mache ich natürlich nicht ganz drauf. Ich schneide in Scheiben. Messer! Erstmal Messer. Anders Messer. Dann schnippeln wir mal, ne? Erste Scheibe für den Rösti zum Probieren. Scheibe Nummer uno. Da-da-da. Leute, ich freue mich so. Ich hoffe nur, dass euch das Format gefällt, weil ich habe da noch ganz andere Ideen mit anderen Sachen. Nicht Burger, sondern man kann auch andere Sachen machen. Und wenn es gut ankommt, lasst euch überraschen. So, drei ungleichmäßige Scheiben Camembert, so muss es sein. Ist halt beim Anschnitt, ist halt ein rundes Produkt, ne? Da kann ich halt nichts machen, gell? So sieht es jetzt mal aus im Normalzustand. Wir nehmen wieder meinen nicht ganz so gut funktionierenden Bunsenbrenner, handelsüblich. Ist ja eigentlich so ein Industriebrenner, ne? Aber jetzt kommt er, also Baby Burn, Baby Burn. Und das ist halt die optimale Methode, Sachen zum Schmelzen zu bringen, ja. Oder zum Zigarettenanzünden, ne? Geht ja auch. Und wenn ein bisschen hier angekokelt, macht nichts, I love the Röststoffe. So muss das Röde. Burn, Baby, burn, inhalt. Macht Spaß, oder? So einem alten Mann beim Burner zuzuschauen. Wenn er schöne Farbe hat, so eine schöne, gesunde, braune, schwarze Farbe, dann ist er gut. Genauso liebe ich ihn. Schön angekokelt.
So muss es sein. Ah, kann ich. Kann man das Gerät wieder abmachen, ne? So sieht das Monsterteil jetzt aus, schön angekokelt. Wir machen den Deckel drauf. Oh, hä? Leute, was sagt er dazu? Hä? Was sagt er dazu? Ein Guter. Ein Guter. Der Flugrostburger. Ah. Jetzt mit diesen gedünsteten Zwiebeln, perfekt. Dazu die geile Barbecue-Soße, die Sardellenfilets und bekommen per Wonderful. Die Sardellenfilets. Die Sardellenfilets, wo da die schöne Salzigkeit und diesen leichten Fischgeschmack noch mit reinbringen. Das ist schon das i-Tüpfelchen. Ich hätte vielleicht noch ein paar mehr drauf machen sollen. Moment, ich brauche mal einen Piekser oder zwei, bevor mir das Teil hier hinten runterfällt. Ne? Moment. Piekser mal wollte. Nein, ne? So ein Schrutz von der Börse weg. Ja, geil, monstermäßig. Ich weiß, ich bin eine Sau oder so. Oder ein Vielfraß. Oder einfach eine ganz dicht in die Birne. Aber Essen ist halt einfach das Schönste, was es gibt auf der Welt. Selber gemachtes Essen. Oh, seine Ideen und Fantasien freien Lauf lassen. Oh, es schmeckt tausendmal besser wie jeder Burger, den du dir kaufen kannst oder sonst was. Für ein Schweinegeld und man hat eigentlich nur einen Dreck. Ne. Ja. Leute, unbelievable. Kann ich auch nicht sagen, unbelievable. Ich bin im Schiff, ne? Stroh der Mofa kennt ihr ja mittlerweile, ne? Das rote Mofa ist wieder da und es geht ab. Wie Rakete, ja. Wenn man denkt, was zum Beispiel die Fastfood-Ketten für ihre Signature-Burger hier verlangt, da kannst du ja 10 von solchen Burgern selber machen. Und du hast mehr davon und schmeckt auch noch geiler. Ja, aber wirklich. Unbelievable. Sieht aus wie ein Schwein, macht nichts. Das ist nett. Super, schon geil, Leute. Ja. Man kann sich das so gar nicht vorstellen, aber das schmeckt wirklich so monstermäßig. Monstermäßig. I love it. Speechless. Einfach speechless.
die Barbecue-Soße, wo die schöne Süße noch mit reinbringt. Der Camembert ganz dezent so umschmiegt, umgarnt hier, das hier Patty. Oh. It's unbelievable. Unbelievable. Wahnsinn. Leute, Wahnsinn. Leute, das war Endstufe. Oh. Ich bin nur mal gespannt, ob ihr diese Reihe, die ich da mache, verfolge. Und dann könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr das selber mal nachmachen würdet oder ob ihr sagt, ja, total bescheuert. Würde mich interessieren. Das war auf jeden Fall der Flugrostburger. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und habt weiterhin Spaß an dem Format. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob es euch gefällt oder auch, ob es euch nicht gefällt. Ob ihr vielleicht vorhabt, das selber mal auszuprobieren. Man kann ja diese fertigen Brioche-Buns nehmen. Die sind auch mega geil. Kosten halt dementsprechend. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal bei allen, die mich unterstützen. Ohne die das ja gar nicht machbar und realisieren wäre. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag. Macht euch was Leckeres zum Essen und freut euch schon auf die nächste Burger-Variante hier auf meinem Rufstein-Kanal. Und das rote Mofa. Macht jetzt einen Abflug. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Rosti. Ciao.